zusammen und herzlich willkommen zu unserer Ultra Randomizer Naslog Hard Gold mit Miri und Katze. Voraussichtlich die letzte Folge. Warum könnt ihr gerne bei Katze in der Folge sehen? Erst einmal möchte ich darauf hinweisen, alles, was zuvor geschehen ist, war Schuld eines Gottes. Wir konnten da nichts für. Der Pokémon-Gott hat so entschieden. Er hat Hundi zu sich genommen. Spoiler. Aber man sieht das jetzt eh. Hundi ist nicht mehr da. Man muss dazu sagen, niemand hat damit gerechnet, dass ein Arceus einen First-Step-Move hat, auf den er Step hat, dass ein Hundi one-hittet. Wie kann man denn von einem Turbo-Tempo one-hittet werden? Das ist so... Also sind wir uns ganz ehrlich, alle zusammen, wir passen uns an die Nase, wir lieben ihn, aber irgendwo hätte Hundi das auch wegdenken können. Ja, eigentlich bin ich doch etwas von ihm enttäuscht, dass er von dem Turbo-Tempo gekillt wurde. Ich hätte immer mit Eisstrahl oder so gerechnet, aber von dem Turbo-Tempo, das ist traurig. Was hatte Hundi denn für ein Item dabei? Wundersaat, das bringt ja auf keinem anderen Pokémon was. Wir wollen noch mal schnell gucken. Wir haben nämlich das Problem, wir haben keine Pflanzenattacke mehr. Wir haben nichts gegen Wasserattacken, ja, meine ich ja. Das ist so ein bisschen das Problem. Jetzt das gucken wir mal. Ungeschickt. Donner, guck mal, du kannst einem Donner beibringen. Wer lernt Donner? Ich glaube... Ah. Gyarados kann das. Oh, KFC könnte es lernen. Und was verlernst du, KFC oder Gyarados, dafür? Nein, KFC hat nichts zu verlieren. Du hast zwei Feuerattacken, die extrem stark sind, die schon schlecht dingen. Aber du kannst Gyarados auch nichts verlernen. Gyarados könnte theoretisch... Der Surfer und Kaskade. VM. Ja, willst du ihm Biss oder Eiszahn wegnehmen? Also ich würde es, wenn überhaupt, wirklich auf... Warte mal, auf KFC ist der einzige Ort, wo es Sinn macht. Ja, richtig, weil das macht keinen Schaden, das Gyarados damit. Mehr haben wir auch nicht, ne? Keine Pflanzenattacken. Das sind nur Käferattacken. Ja, ja. Schade. Du kannst Donner nur auf KFC machen. Muss halt gucken, was wir dafür wegschmeißen. Es hat halt auch nur eine 70er Genauigkeit, ne? Dann nehmen wir das mit der 85er Genauigkeit weg. Ja. 70er. Oh. Haben wir nicht das eine Item, was Genauigkeit erhöht? Ja, das hat Cameron. Das kannst du dann tauschen. Feuersturm. Ich soll das. Feuersturm. Ist ja gut. Lass mich doch mal eben lesen. Nein. Darf ich, dass ich nicht mal lesen darf? Warum denn nicht? Warum? Weil du Läuterfeuer drücken würdest. Wir haben uns schon entschieden. Da musst du nichts mehr lesen. Ihr habt das nicht allein zu entscheiden. Ich bin auch noch da. Spiel ich gerade. So. Wer hat das Ding zum Treffen? Cameron. Ja, sorry, Cameron. Das kriegt jetzt KFC. Nein. Warum hat es ein Panzerfossil? Ich dachte, das hätte ein sinnvolles Item. Ja, ich dachte, das hätte sein Standard-Item, mit dem es kommt. Hat es anscheinend nicht. Das Ganze, ja. Es hat ein Panzerfossil. Ja, das erklärt irgendwo, warum der Schaden im Vergleich zu Lugia doch dann semi war. Ganz hinten. Das Item, ja, das du als letztes genommen hast, ist immer ganz hinten. Okay. Ah. Ja gut, das Panzerfossil war jetzt nicht so wichtig. Was hat es denn normalerweise für ein Item dabei? Na egal, ist auch egal. Ist auch egal. Ist sowieso alles egal. Es ist, warum ich? Warum ich? Dragoniers, hallo. Ich habe dich erwartet. Ich habe den Tag auch erwartet. Bamika, ich wusste, dass du dich deinen Fähigkeiten eines Tages zu mir führen würden. Ich habe dir nichts zu sagen. Dieser Kampf alleine wird zeigen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Ich, Siegfried, der Drachenprofi, der beste aller Trainer und Champ der Pokémon-Liga, nehme deine Herausforderung an. Dudley. Okay, lass nur erstentwickelte Pokémon kommen. Nur erstentwickelte. Und er hat 6. Knopfhänzer. Nicht Hundemon. Danke, Miri. Unlicht. Unlichtfeuer. Erdbeben. Ist ja gut. Entspannt euch mal. Ja, ich weiß nicht, mal, wo du hingehen willst, wenn du einen Hundemon siehst. Oh nein, ich kann keine Einladung. Ich finde das schön, dass Miri das auch so ausspricht, dass es Dalu triggern würde. Warum? Ich sag auch immer Hundemon oder Hunduster. Und es wird aber eigentlich Hundemon ausgesprochen oder Hab ich nicht Hundemon gesagt?
Doch, aber Hundämon. Hundemon. Also, ach so. Es ist ein Hundämon. Okay. Das ist, muss ich mir jedes Mal anhören. Dann soll sie ein Ä dabei schreiben. Goldking. Ein Goldfäschi. Okay, gut. Darf da KFC sein Donner einsetzen oder haben wir noch was anderes dagegen? Nein, warum haben wir KFC Donner beigebracht? Das ist einfach ein Feuer-Pokémon. Soll das Gerados wegmachen? Warum haben wir nicht das Gerados beigebracht, auch wenn er nicht so stark damit wäre? Er hätte wenigstens dem Wasser-Pokémon sein können. Ja. Andere Wahl haben wir nicht wirklich. Ich glaube, diese Nuzlocke macht uns alle ein bisschen kaputt im Kopf. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, schon seit Lugia nicht mehr. Tut mir leid. Ja, hat eine Menge im Kopf verschwemmt. Ich würde übrigens sehr gerne eine Sache mal anmerken. Oh, sein stärkstes Pokémon ist nur ein Golking, wenigstens kein Arceus. Ja, was ich anmerken wollte ist, wenn das letzte Pokémon trotzdem Rayquaza ist, haben wir es uns nicht anders verdient. Wir haben so oft Rayquaza geschrien. Ja, das wäre nur verdient. Okay, Surfer macht schon mal gar keinen Schaden. Letztes dann... Ja, Surfer macht keinen Schaden. Klar. Ja, aber, ja, schon, aber... Ja. Beim letzten Mal hat Surfer nur mehr Schaden gemacht, weil das Ding eine hohe physische Verteidigung hat. Eiszahn oder Biss? Biss müssen wir uns eigentlich aufheben, oder? Ach komm, ihr sagt sowieso nichts, dann mach ich einfach. Muss halt ein bisschen überlegen lassen. Man kann innerhalb von 2 Sekunden nicht Entscheidungen fällen, weißt du? Und dass Eis nicht sehr effektiv gegen Wasser ist, ne? Dann Biss. Gibt ja nicht keine Alternative mehr. Nein, hör mir doch mal zu. Das letzte Mal hat Kaskade nur so wenig Schaden gemacht bei Surfer, weil das Vieh eine hohe physische Verteidigung hatte. Ich glaube, das ist aber bei Golking nicht der Fall. Dann probieren wir es aus. Ja. Pokémon mit Nachdenken zu spielen ist echt nicht so meins. Kannst du das Pokémon Feuer streichen? Macht auch keinen Schaden, das ist zurückgeschreckt. Das Dumme ist, das macht sich quasi die ganzen KP, die wir im Schaden gemacht haben, wieder zurück. Vielleicht doch den Biss mal probieren? Schau mal. Davon kann das auch zurückschrecken, oder? Oh, das macht noch weniger. Oh, er hat eine Beere. Oh. Kaskade ist schon das Stärkste. Ja. Irgendwann... meine ich. Aber er wird es wahrscheinlich dann noch später hochheilen. Wir schalten dann in 5 Jahren wieder bei Baloui ein. Vielleicht kann ich ja sogar noch in der Folge übergeben. Das wäre schön. Nein. Er wehrt sich mit Kaskade. Was soll denn das? Hey, das darf er nicht auch einsetzen. Echt mal. Warum haben wir nicht Wasserring? Ich hätte auch gerne Wasserring. Weil du ein Garados bist, die hauen normalerweise nur drauf. Wie lange hält Wasserring? Für immer? Oh, oh, oh! Schön, ja, Gerados, jawoll! Und zurückgeschreckt. Oh! Mal jetzt nochmal bitte. Er ist im gelben Bereich, er benutzt keinen. Ach, leck mich! Natürlich benutzt er das. Warum? Hätte er sagen können, dass er es einfach nicht macht, weil es wieder im gelben Bereich war und nicht im roten. Ja, genau. Gerados, pass auf. Cute. Wenn du nochmal krittest, dann kriegst du auch eine Trophäe. Eine Trophäe? Ja, wir stellen dich aus. Also wir rupfen dich und dann... Wir machen aus ihm eine... Ich weiß nicht, ob das ein guter Ansporn ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich will nie wieder eine Nuzlocke spielen hier nach, ne? Echt nicht? Lugia hat mich psychisch sehr fertig gemacht. Das kann und ich verstehen. Arceus auch. Ich will nicht mehr weiterspielen, habe ich schon gesagt. Was ist denn Hornbohrer? Ist das eine One-Hit-Attacke? Hornbohrer ist der Tod von vielen. Kann es denn sein, dass Gerados von einem Golking? Von einem Golking? Das ist so traurig. Stellt euch vor, ein Gerados wird einfach von einem Golking gekillt. Ja, natürlich ist das eine K.O.-Attacke, musst du gar nicht fragen. Ja, weiß ich ja nicht.
Was tun wir jetzt? Also Hornbohrer kannst du vermeiden, wenn du Cameron einsetzt, weil das Level 50 ist und Hornbohrer trifft nur, wenn das Level des gegnerischen Pokémons drunter ist. Aber dann haben wir Wasser. Aber Cameron ist halt ein Feuer-Pokémon. Könnten wir auch vermeiden, wenn wir mit Super... Also wir würden theoretisch die Chance, dass Hornbohrer überhaupt nochmal zusätzlich die Chance kriegt, überhaupt seine Treffchance einzustellen, wenn wir auf Superfischi gehen und Fliegen spammen. Dann hätten wir immer nur eine 50% Chance, dass überhaupt diese K.O.-Attacke in ihre Volltrefferquote berechnet wird. Gerardus wurde einfach von einem Golking. Das ist so traurig. Machen wir das jetzt? Ja. Beste Taktik. Ich habe noch 4 Minuten. Auf Wiedersehen. Und weg. Das Golking, das Golking ist so ein Low-Pokémon, ne? Scheiß Pokémon, Alter, ohne Witz. Hör doch mal auf mit der. Wieso hält ein Wasserring für immer? Ja, hält für immer. Ja, ist doch scheiße. Töte es. Bitte. Er setzt nur Kaskade ein. Ja, jetzt das hat er keinen Bock mehr gefährlich. Auf Hornbohrer. Ja, so, ach, ich hab damit, das trifft auch nur, glaube ich, 5-mal, oder? Oder du hast nur 5 AP damit oder 10. Ich glaube 5. Auf Wiedersehen. Wie kann man eigentlich so viel Pech haben? Da ist es nicht. Nee, da ist es nochmal. Das ist interessant, ich habe die gesamte Zeit über hingeguckt, gucke für eine Sekunde nach links und dann gucke ich wieder hin und Gyarados ist tot. Und ja. Ich habe mich gerade über Lugia aufgeregt und dann kommt das. Komm schon. Oh, oh Mann. Oh aber Mann. Aber er setzt den Hornbohrer immer nur ein, wenn wir fliegen. Ja, das ist schon mal ganz gut. Heilt er ihn jetzt nochmal? Das ist okay. Oh, oh, nee. Was soll denn das? Golking. Ich fliege nochmal, ne? Oder soll ich erst heilen? Oder du haust drauf mit der Kehrtwende. Okay. Stirb bitte einfach da dran, danke. Ja. Ach ja, danke, jetzt kommt der Crit. Ist ja egal, was ich reinwechsle, oder? Super ja. Fischi ist unser Tank. Also super Fischi. Ach du Scheiße. Bei tschüss, Golking. Fühlst du dich gut? Ja, total. Total. 2,5 Minuten noch. Ich Kusilla. Ich hab auch 5 Minuten überzogen mit dem Lugia. Was ist Kusilla? Die Vorentwicklung von Roselia. Kann ich drin bleiben? Kannst auf Cameron gefragt, wechseln. Roselia. Ja. Pflanze. Die Frage ist, ob wir eine Runde haben wollen, um unser Dings zu heilen. Roselia Rosana. Leute, soll ich eine Runde soll ich die Runde tanken, um hier Superfisch zu heilen? Oder verlieren wir zu viel, wenn ich jetzt nicht wechsle? Ich glaube, wir verlieren zu viel, oder? Naja, das ist ein Baby-Pokémon. Okay, dann. Außerdem ist es auch Pflanze. Tank ich eine Runde. Oh ja, gefährlich. Wait, es ist nicht Pflanze. Nein, das ist die Vorentwicklung von Rosana und nicht Roselia. Ach, von Roselia, ja, okay, ja. Aber jetzt kannst du es heilen. Theoretisch solltest du es auch mit Superfischi downkriegen können, weil Superfischi kann eh nichts machen. Kann ich Gyarados und Hundi wiederbeleben? Wir haben Beleber, wusst ihr schon? Die zwei, Gyarados und Hundi. Oh, es hat was! Blister, das läuft ja bei ihm. Ich geh doch auf Cameron. Ah, du Kusilla Kacke! Wieso kann Kusilla... Ich bin begeistert. Gut, dass es daneben jetzt ging. Jetzt trifft's aber. B, Cameron ist eingefroren, dann bin ich wütend. Ach du Kacke, macht das viel Schaden. Was soll ich denn jetzt tun? Heilen. Noch ein Blizzard und ich bin tot. Heilen. Du Kacke. Warum tut er denn das? Warum? Blizzard hat, glaube ich, eine sehr geringe Trefferchance, oder? Ach, verdammte Axt! Also, es macht 72 Schaden. Wie wär's, wenn wir auf Arktos wechseln? Das ist ein Baby-Pokémon, das macht nichts. Wäre normal dann, wenn's treffen würde. Ja. Oder auf KFC, aber das ist auch normal. Nein, das ist sogar sehr effektiv. Nee, nee.
Theoretisch hat Blizzard, glaube ich, nur 10 Angriffspunkte. Das heißt, unendlich oft kann es das nicht einsetzen. Nee. Und wenn du Superfische einsetzt, kann es das noch weniger einsetzen, weil es halt Zwinger hat. Dann probieren wir es mit Superfische. Oh, Hilfe. Das hat so eine geringe Treffchance, ne? Und Kusilla haut raus, einen nach dem anderen. Wie oft hat er das jetzt eingesetzt? 4 Mal. Fliegen, damit wir es nicht abkriegen? Oder Antikraft, um es wegzumachen? Antikraft, genau. Bitte stirb einfach da dran. Aber es ist sehr effektiv. Ja. Och, das Arsch! Ich will eigentlich nicht mehr, ne? Ich bin mir immer noch absolut sicher, das wäre nicht passiert, wenn irgendjemand anderes als Blauli spielt. Es ist nicht, weil Blauli nicht spielen kann, sondern weil ich glaube, die Pokémon riechen das und machen ihn nur fertig. Ja, ich kann jetzt auch meine Folge beenden. Ich hab schon überzogen. Und dann sterben wir in meiner Folge, das ist nicht fair. Das ist wohl fair. Ihr killt alle Pokémon und ich muss jetzt gegen den Champ kämpfen. Das ist nicht du fair. Du schaffst das schon, wir glauben an dich. Wir gucken noch, was für ein Pokémon kommt. Oder komm, ich lasse dir auch den Spoiler, was als nächstes kommt. Leute, das war's mit der heutigen Folge. Die nächste Folge könnt ihr bei Miri gucken. Ich hab keinen Bock mehr, ich spiele nie wieder mit den zwei. Das wir gucken, was mal rumkommt bei Miri. Ich spoilere auch gar nicht, was für ein Pokémon kommt als nächstes. Wenn ihr das sehen wollt, guckt das morgen bei Miri vorbei. Vielen Dank. Danke ich liebe dich dafür, das ist so nett, danke. Toll. Macht gut und bleibt schön feurig. Ey.